Mich stört es, wenn deutsche Politiker militärische Lösung als ultimatives Ziel darstellen. Und das machen Politiker, die mit Militär nichts am Hut hatten, die den Wehrdienst verweigert haben, die von der Bundeswehr nichts wissen. Das geht doch nicht, nicht. Der Zustand muss so sein am Ende, dass wir wieder in einen wie immer gearteten Waffenstillstand kommen. Und dazu gehört, dass wir irgendwann diesen Krieg beenden und nicht auf Sieg setzen. Das ist ja eine Rhetorik, die nicht geht. Einfach in der modernen Friedens- und Konfliktforschung ist das ein echtes Novum. Helfen wir ja auch der Ukraine, das ist ja auch in Ordnung. Und wir müssen ihnen auch helfen. Ich sage nur, der Ansatz muss ein anderer sein. Wir müssen möglichst schnell aus dem Konflikt raus. Wir können in Zentraleuropa keinen Stellvertreterkrieg auf Jahre gebrauchen, der das Potenzial hat, zu einem Nuklearkrieg zu eskalieren. Russland ist eine Nuklearmacht mit den meisten Nuklearwaffen weltweit. Und da müssen wir vorsichtig sein mit Waffenlieferungen. Und vor allen Dingen mit einer Rhetorik, die sagt, wir setzen auf den militärischen Sieg einer Seite. Das ist ein Fehler. Vom Ansatz her ist das ein Fehler.